Mit mir im Studio darf ich den Moderator des folgenden Gesprächs mit Günther Ettinger, Janosch Delka, begrüßen. Janosch war von 2015 bis Ende November, also vor wenigen Tagen, erst politischer Journalist und zuletzt verantwortlich für das KI-Portfolio von Politico und hat als Tech-Journalist von Berlin aus beleuchtet, wie der Aufstieg von KI und Automatisierung Politik und Politikgestaltung in Europa verändert. Vor seiner Zeit bei Politico hat Janosch unter anderem für Spiegel Online und Deutsche Welle gearbeitet, hat mehrere Jahre in den USA verbracht, darunter eines als Fulbright Scholar. Janosch, ich übergebe dir das Zepter. Vielen Dank und guten Nachmittag, meine Damen und Herren von meiner Seite. Wir haben es gerade gehört in dem Panel davor. Europa und Deutschland möchten unabhängig werden von der Technologie einer Handvoll Handvoll privater Firmen aus Übersee. Von digitaler Souveränität wird gesprochen oder von strategischer Autonomie. Europa möchte im Laufe dieses Jahrzehnts an einen Punkt gelangen, an dem es in der Lage ist, Zitat, autonome technologische Entscheidungen zu treffen und unsere eigenen digitalen Lösungen zu entwickeln. Das war EU-Ratspräsident Charles Michel nach einer Sondertagung des Europäischen Rates Anfang Oktober zu den Themen Digitales. Aber so einen Plan zu formulieren ist die eine Sache, ihn in die Tat umzusetzen ist eine andere Sache. Wie viel taugt das, was momentan auf verschiedenen politischen Ebenen diskutiert und geplant wird tatsächlich? Und wird es reichen, dass Europa tatsächlich unabhängiger oder ganz unabhängig wird von den großen Tech-Riesen in den USA und China? Das wollen wir in den nächsten 45 Minuten diskutieren. Mein Name ist Janosch Delka, ich bin Journalist hier in Berlin und ich schreibe seit einigen Jahren über künstliche Intelligenz. Und mein Gesprächspartner ist ein Mann, der in diesen Räumen hier eigentlich keiner Vorstellung bedarf. Ich versuche es trotzdem. Günther Ettinger ist Mitglied der CDU, er ist ausgebildet als Rechtsanwalt, aber ist vor allem lebenslanger Berufspolitiker und das primär in der Landes- und in der Europapolitik. 1984, das heißt vor 36 Jahren, wurde er Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. 2005 schließlich wurde er Ministerpräsident des Landes, ein Amt, das er 5 Jahre begleitet hat. Und dann vor einem Jahrzehnt, 2010, fand der Wechsel statt von Stuttgart nach Brüssel. Dort waren Sie von 2010 bis 2014 EU-Kommissar für Energiepolitik, dann von 2014 bis 2016 Digitalkommissar und schließlich von 2016 bis zu Ihrem Ausscheiden letztes Jahr Haushaltskommissar. Guten Tag, Herr Ettinger. Und meine erste Frage schließt sich direkt an diese Vorstellung an. Was machen Sie denn mittlerweile beruflich? Womit verbringen Sie jetzt Ihren Tag? Herr Delka, meine Damen und Herren, beste Grüße nach Berlin in Vertretung Baden-Württemberg. Ich wäre gerne bei Ihnen, aber ich finde es toll, dass Sie von Montag bis Freitag auch online ein ganz starkes Programm hier veranstalten. Was mache ich jetzt? Ich bin, bevor ich in Politik beruflich ging, Rechtsanwalt und Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfung gewesen. Mein Vater gründete mittelständisch bei Stuttgart gelegen und ich wollte immer nach dem Ausscheiden aus der Politik zurück in beratenden Beruf. Ich habe eine Consulting-Firma gegründet. Ich bin beratend tätig für zahlreiche Mittelständler. Ich habe einige Aufsichtsrats- und Beiratsmandate eingenommen. Das heißt, ich fühle mich in der Privatwirtschaft wieder wohl und bin trotzdem interessiert in allem, was in Brüssel, Berlin, Stuttgart in der Politik Europas läuft. Und auf genau diese beiden Sichtweisen, Blickwinkel, freue ich mich in dem Gespräch, das jetzt folgt. Bevor wir beginnen, möchte ich kurz noch darauf hinweisen, dass das Publikum Fragen stellen kann, denen wir uns bald widmen werden. Und zwar funktioniert das über die Q&A-Funktion des Webinars. Herr Ettinger, Stichwort digitale Souveränität. Sie beobachten ja weiterhin aus der Ferne, was Ihre NachfolgerInnen in Brüssel unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jetzt machen und wie Brüssel versucht, die digitale Souveränität Europas zu stärken. Wie finden Sie das, was da in Brüssel gemacht wird? Wir haben ja vor 9 Jahren begonnen, die Aufholjagd in Sachen digitale Technologien und Dienstleistungen, aber auch Standardsetzungen aufzunehmen. Denn wir lagen und liegen noch immer deutlich zurück. Wenn Sie einmal anschauen, was an Hardware, Software, an Technologiesprüngen
an Dienstleistungen an sozialen Medien aus Kalifornien kommt, 1:1 von China kopiert oder gar übertrumpft, wir liegen zurück. Und deswegen hat die Jean-Claude Juncker-Kommission den digitalen Binnenmarkt als Ziel erklärt, ich konnte mitwirken. Und jetzt haben wir mit Frau Vestager, mit Thierry Breton und dem Generaldirektor Roberto Viola in der DG Connect kluge Köpfe, die nicht Autarkie anstreben, keine Wagenburg-Mentalität, die aber alles tun, dass Europa auf Augenhöhe zu Kalifornien, zu den USA und namentlich zu China die digitale Welt von morgen für Wirtschaft, Infrastruktur und Gesellschaft mitgestalten kann und wir in der Wertschöpfung nicht von anderen zu 100% abhängig bleiben. Ich höre zwischen den Zeilen heraus ein eigentlich ganz gutes Zeugnis, was Sie ausstellen aus der Ferne für die Nachfolge in Brüssel. Es gibt verschiedenste Baustellen, an denen gearbeitet wird, wenn es um die digitale Souveränität geht. Eine ist die Frage künstliche Intelligenz und wie es Europa schafft, dort aufzuholen mit Konkurrenten in Übersee. Es scheint so, dass mittlerweile da ein Konsens besteht, dass Europa einen dritten Weg gehen will. Die Idee ist es, Weltführer zu werden in was man bezeichnet als trustworthy, als vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, die besonders hohen ethischen Standards entspricht. Und das, so lautet der Plan, wird Konsumenten dann davon überzeugen, europäische KI-Produkte zu wählen, zu kaufen und auch gleichzeitig ein langfristiger Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten in den USA und China zu werden. Das klingt alles sehr, sehr gut. Aber auch hier sind wir an einem Punkt, so ein hehres Ziel festzuschreiben, ist die eine Sache. Die Frage ist, wie gut oder schlecht das klappt. Was hören Sie denn von Ihren Kontakten aus der Wirtschaft? Wie beurteilen die das? Wie finden die diese Strategie? Es begegnen sich ja derzeit zwei Welten. Die Welt der Industrie, der Realwirtschaft, der analogen Gesellschaft einerseits, der Fabrik, in der produziert wird, und andererseits Big Data und digitale Technologien, die selbstständig und intelligent arbeiten. Und es geht jetzt darum, dass wir bei dem Thema der künstlichen Intelligenz unsere Stärken einbringen, der Maschinenbau, der Fahrzeugbau, die Gesundheitswirtschaft, und andererseits dabei nicht von Big Data Unternehmen, von den digitalen Giganten überrollt werden. Was Sie sagten an Strategie ist völlig richtig. Das knüpft hier an die Datenschutzgrundverordnung. Europa hat 2012 eine Datenschutzregelung geschaffen, mit der wir einen Standard setzen wollten. Für die Privatsphäre, für das Recht auf Vergessen, Daten zu löschen, zu wissen, welche Daten wo gespeichert sind, das Individuum, den Menschen zu stärken. Da kann man an dieser Datenschutzgrundverordnung im Detail einiges kritisieren. Vielleicht ist auch manches bürokratisch, aber diese Verordnung ist ein Standard für die Welt geworden. Ähnliches für Cybersicherheit. Ich glaube, dass wir einfach von unseren Werten her, von unseren dem Menschen gewidmeten Schutzvorschriften, von unserer Ethik her in der Lage sein sollten, einige Grundsätze auch in der KI-Welt von morgen zu regulieren, zu standardisieren. Und dann vielleicht attraktiv sind für dritte Länder, für Australien, für Kanada, für die USA, für Südkorea, für den Westen. Und damit ein Maßstab mit unseren Werten gesetzt und geprägt wird und nicht allein Maßstäbe aus Peking oder Shanghai die Welt von morgen bestimmen. Jetzt ist natürlich so, dass so ethische Standards, so gut sie klingen auf dem Papier, mit Arbeit verbunden sind. Und wenn wir jetzt konkret auf die Situation der Unternehmen schauen, dann bedeutet die Arbeit, sie müssen sich anschauen, ob die Technologie, die sie entwickeln, diesen Standards auch entspricht und gegebenenfalls auch die Arbeit darauf einstellen. Man könnte argumentieren, das ist ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Unternehmen, die in China oder in den USA oder anderswo in der Welt operieren.
Was sagen Sie solchen Unternehmen, wenn Sie mit jemandem sprechen und der sagt, ja, wir können hier mit Big Data nicht so arbeiten, wie das ein chinesisches Unternehmen kann. Und das schränkt uns durchaus auch ein in der Frage, wie effektiv unsere KI-Systeme sind. Es geht um Balance. Ihre kritische Frage kann ich durchaus akzeptieren. Und ein bisschen Sorge habe ich auch, dass bei uns die Ethik so weit nach vorne gestellt wird, dass wirtschaftliche und technische Anwendungen immer schwieriger werden. Übrigens, das war beim Datenschutz der gleiche Fall. Wir haben pharmazeutische Unternehmen gesagt, wir müssen in Ländern außerhalb Europas forschen, denn dort sind Daten nutzbar, Patientendaten, Consumer-Daten. Da kann man einiges durch Anonymisierung und Pseudonymisierung ausgleichen, aber in der Tat, Daten, die man nicht nutzen darf, sind für die forschende Industrie und die anwendende Industrie schwer nutzbar. Und von daher geht es immer um die Balance. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht ethische Regeln so weit voranstellen, dass die wirtschaftliche Anwendung woanders stattfindet. Es gab ja gründliche Beratungen einer Ethikkommission auf der europäischen Ebene. Und es geht jetzt darum, die Regulierung für KI in Gang zu setzen. Und da baue ich darauf, dass Kommission, Rat und Parlament klug genug sind, diese Balance zu wahren, um unsere Industrie und die Big Data-Anwendungen in Europa nicht zu erschweren. Hinzu kommt ein Argument, das für uns spricht. Wir haben einen großen Markt. Wir haben 440 Millionen Menschen. Wir haben die Schweiz, den Westbalkan, die Ukraine, vielleicht das Königreich assoziiert. Das heißt, niemand, kein Tech-Unternehmen, nicht aus USA, nicht aus Asien, will auf diesen europäischen Markt verzichten. Also werden sie im Zweifel auch bereit sein, unsere Standards für den Menschen in Sachen Ethik, für Datenschutz, für Datensicherheit zu akzeptieren und den Nachweis zu erbringen. Und wenn es mit Ihnen, die in Europa eingeladen sind, mitzuwirken, in Europa klappt, warum denn nicht auf anderen Märkten auf der ganzen Welt? Sie hatten die Datenschutzgrundverordnung erwähnt. Nun ist es so, die Kommission hat angekündigt, dass sie in den ersten 3 Monaten im kommenden Jahr erste Gesetzesentwürfe veröffentlicht zur künstlichen Intelligenz und der möglichen Regulierung der künstlichen Intelligenz. Aus Ihrer Erfahrung mit der Datenschutzgrundverordnung wussten Sie ja auch, das hat ein bisschen gedauert, bis sie dann tatsächlich Gesetz wurde. Im kommenden Jahr, das sind erstmal Entwürfe, die wir sehen von der Kommission und die werden dann in den Trilog gehen und alle möglichen oder alle üblichen Mechanismen, die damit verbunden sind. Als jemand, der die EU ja nun sehr gut kennt und ihre Abläufe, bis wann rechnen Sie denn tatsächlich mit Gesetzen für künstliche Intelligenz in Europa? Sie haben völlig recht, Herr Delker. Europa ist komplex und braucht für Gesetzgebung länger als zum Beispiel der Landtag von Baden-Württemberg. Da gibt es übrigens auch höchst unterschiedliche Interessen und Kulturen in Europa. Da sind die Esten oder die Iren anders gepolt als die Zyprioten oder die Italiener. Da haben wir im Parlament weitreichende Unterschiede. Hier die IT-Freaks, die digitalen Unterstützer und dort die von Kultur und Ethik geprägten Abgeordneten. Wir müssen schneller werden. Die zweite Frage ist, wird die Kommission Richtlinien vorschlagen oder Verordnungen vorschlagen? Verordnungen wirken als direktes Gesetz. Richtlinien sind nur eine Vorgabe, die dann wiederum weitere 2 Jahre in die nationale Umsetzung benötigt. Und generell kann man sagen, das ist meine Erfahrung, im digitalen Bereich muss man schnell sein. Wenn man 3, 4 Jahre braucht, um aus einem ersten Entwurf oder einem Kommissionsvorschlag oder einem Weißbuch ein Gesetz zu machen, dann ist die Technik und die Nutzerwelt schon längst weiter. Deswegen kann ich eigentlich allen Beteiligten der Kommission jetzt für Anfang des Jahres und dann Rat und Parlament nur raten, intensiv und in Klausur zu gehen, zu beraten. Dann kann es sein, dass das Ganze auf 1.1.2023 in Kraft tritt. Ich rechne gerade im Kopf, das heißt 2 Jahre.
Wir haben jetzt Ende 20, also im besten, ja, das wäre dann recht schnell. Nun ist Europa, die EU ist eine politische Ebene, auf der versucht wird, Deutschland, Europa fit zu machen für das Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Eine andere ist die Bundespolitik, hier natürlich in Deutschland. Es ist jetzt über 2 Jahre her, dass Deutschland seine nationale Strategie für künstliche Intelligenz formuliert und veröffentlicht hat. Wie gut klappt das mit der Umsetzung dieser Strategie? Was würden Sie sagen? Es sind ja mehrere Verantwortliche. Man darf das Thema Infrastruktur nicht vernachlässigen, Glasfaser und 5G, damit der Datentransport und die Geschwindigkeit und die Qualität und die Quantität stimmen. Da hat Deutschland Nachholbedarf, aber wir kommen jetzt voran. Da geht es um die Frage der Industrieanwendungen, Industrie 4.0. Da haben wir ein gutes Netzwerk mit der deutschen Industrie, auch auf europäischer Ebene. Dann geht es drittens um die Frage der Ausbildung. Wir haben in Europa und in Deutschland viel zu wenig IT-Studienplätze. Die Zahl der IT-Spezialisten, egal ob Physiker oder Informatiker oder Nachrichtenelektroniker, die wir ausbilden, ist viel zu gering. Der Bedarf im europäischen Arbeitsmarkt ist viel höher. Wir müssen also nachrüsten bei dem Thema Studienempfänger. Dann geht es um Forschungsprogramme, wiederum auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene. Dann geht es um Supercomputer, High-Performance-Computing. Unter den 10 leistungsfähigsten Großrechnern der Welt ist keiner mehr aus der Europäischen Union. Wir müssen hier investieren. Die Pläne und die Programme sind jetzt auch im Haushaltsrahmen, der hoffentlich in den nächsten Tagen verabschiedet wird, drin. Dann geht es um Standardsetzung, auch auf nationaler Ebene. Und dann geht es um die Frage, was die deutschen Länder machen. Ich komme ja aus Baden-Württemberg, KIT in Karlsruhe, hervorragend. Oder die Zusammenarbeit der Uni Stuttgart mit der Uni Tübingen in einem Valley. Ich glaube, dass die Landesregierungen, da sehe ich Bayern ganz stark mit TUM und anderen, da sehe ich Baden-Württemberg stark, da ist auch Darmstadt gut, Aachen, gibt es andere. Ich glaube, dass die deutschen Länder hier in der Frage uns ihrer Hochschulförderung, in der Frage ihrer hochschulnahen Forschung eine ganz entscheidende Aufgabe haben. Der Bund kann viel machen und auch Geld geben und man muss es koordinieren. Aber eigentlich spielt die Musik in den deutschen Ländern und den deutschen Hochschulen. Und auf genau die wollen wir auch gleich noch kommen, ich verspreche es. Wir arbeiten uns sozusagen runter in den Ebenen. Wir haben in der EU angefangen, sind bei der Bundespolitik und eine Frage habe ich doch noch an Sie zur Bundespolitik, die aber sehr gut überleitet zu der Länderebene auch und zu dem, was Sie gerade angesprochen haben bezüglich Ausbildung und Studienplätzen. Ein Ziel, das Deutschland formuliert hat in seiner KI-Strategie, war 100 Professoren, neue Professuren zu schaffen. Also nicht nur Professoren, sondern Professuren zu schaffen. Das war vor gut 2 Jahren. Jetzt haben wir diese Woche erfahren, dass bis heute 28 dieser Professuren tatsächlich besetzt worden sind. Das ist laut Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion, die diese Woche veröffentlicht wurde. Mich würde Ihre Einschätzung hören. 28 von 100 in gut 2 Jahren, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zwischenresultat, wie würden Sie das einschätzen? Das ist ein typisches Ergebnis. Wenn Sie Professorenstellen schaffen, dazu Assistenten, Hilfskräfte, dann Sachmittel oder auch Forschungsmittel, das Thema Räume, Labors in vielen Bereichen, das braucht schon Zeit. Dann müssen wir ausschreiben. Die Länder müssen ausschreiben, da ist ein offener Wettbewerb, ein Wettbewerb, der für alle Europäer offen ist. Dann braucht man zum Teil auch Interesse an indischen oder koreanischen oder israelischen oder amerikanischen Bewerbern oder Bewerbern aus der Schweiz, die ja nicht in der EU sind. Also das Ganze ist von daher komplex. Und dann kommt ein Punkt hinzu. Unser Beamtenrecht ist recht bürokratisch. Ein Professor bekommt in Wahrheit einen nennenswerten Teil seines Gehalts als Pensionär. Aber jetzt nehmen Sie mal einen IT-Spezialisten aus Indien oder aus Rumänien, aus Bukarest, 34 Jahre alt. Dem ist die Frage, ob er eine Pension bekommt mit 68, eher egal. Der will jetzt ein gutes Gehalt, Aufstiegschancen, genügend Forschungsmittel und er möchte auch Assistenten mitbringen, die mit ihm gemeinsam das Projekt bearbeiten. Und da ist unser Beamtenrecht und unser Hochschulrecht noch immer nicht genügend
flexibel und klar ist, Berkeley, Stanford, die bezahlen besser. Wir müssen auch bereit sein, dann eben im Bereich der Gehälter mitzuwirken. Wenn dann die Spitzenunis aus den USA besser bezahlen, dann geht eben der, der begabt ist, von Bukarest direkt nach San Francisco und nicht nach München oder Stuttgart. Das heißt, wir müssen als Arbeitgeber attraktiver werden. Und letzter Punkt, mancher will gar nicht Lebenszeitbeamter werden. Der will nicht 30 Jahre Prof sein. Der will 5 Jahre in Darmstadt oder in Kaiserslautern oder in Stuttgart wirken, um dann zurück in die Industrie zu gehen. Das heißt, auch die Karriereverläufe sind nicht mehr so, wie es früher immer war, einmal Prof, immer Prof. Lassen Sie uns zur Landespolitik kommen, denn das ist ja tatsächlich die politische Ebene, auf der Sie den größten Teil Ihrer politischen Laufbahn auch verbracht haben. Zunächst ganz generell gefragt, wenn wir uns diesen europäischen Push in Richtung digitale Souveränität anschauen, welche Rolle spielt da die Landespolitik? Da die Länder die öffentlichen Hochschulen tragen, die Universitäten tragen, und da die Länder auch mehr als der Bund für Forschung verantwortlich sind, da die hochschulnahen Institute, Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz, DFG, Max Planck, an den Landesunis angegliedert, angesiedelt sind, kofinanziert werden, kommt den Ländern eine ganz entscheidende Bedeutung zu. Aber klar ist mittlerweile, wir können in Sachen KI nicht 16 Mal parallel alles machen. Oder gar, wenn Sie alle Unis nehmen, 80 Mal alles machen. Das heißt, es bedarf der Kooperation. Und meine Erkenntnis ist, die Landesunis müssten verstärkt mit benachbarten Unis kooperieren. Also meinetwegen TUM mit Darmstadt, Kaiserslautern mit Aachen und mit Stuttgart oder mit Karlsruhe. Und wir brauchen den europäischen Forschungsraum. Wir brauchen die Kooperation von Delft oder Grenoble, Lyon und Stuttgart gemeinsam mit Budapest, gemeinsam mit Mailand. Und wir brauchen dafür auch die Besten, die außerhalb der EU sind. Oxford, Cambridge, London, Zürich, Basel. Das heißt, wir müssen den europäischen Forschungsraum stärken, weswegen ich es bedauere, dass Horizon Europe und Digital Europe, zwei Programme für die nächsten 7 Jahre, von dem, was ich vorgeschlagen habe, deutliche Kürzungen erfahren haben. Es ist nicht genügend Geld in den Töpfen in Brüssel drin. Sie hatten das Cyber Valley erwähnt in Baden-Württemberg. Das ist, bitte verbessern Sie mich, wenn ich es falsch paraphrasiere, aber sozusagen die Idee, dass man in Baden-Württemberg etwas schafft, was ähnlich dem Silicon Valley in den USA ist. Können Sie einmal beschreiben, sozusagen als konkretes Fallbeispiel, inwieweit etwas wie das Cyber Valley einer der sozusagen zentralen Bausteine sein kann in so einer digitalen europäischen Souveränität? Da geht es darum, mehrere Fakultäten zusammenzubringen. Nicht nur die Informatik, nicht nur Engineering. Übrigens auch ethische Berufe, Soziologie, Politikwissenschaften. Also zu erreichen, dass aus verschiedenen Fachbereichen und Fakultäten die besten Köpfe multikulturell kooperieren. Und das dann von mehreren Hochschulen. Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe, Heidelberg etc. Und dann die Industrie. Da müssen Bosch, Daimler, der starke Mittelstand hinzukommen. Und dann wird in Public-Private Partnership daraus eine Größe und eine Qualität, mit der man dann auf der Weltbühne auch mit Kalifornien kooperieren oder konkurrieren kann. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, die Fragen kommen schon rein und wir werden es gleich den Publikumsfragen widmen. Also schicken Sie gerne Ihre Fragen jetzt. Wir bleiben aber noch mal genau bei dem Thema, das Sie angesprochen haben, das Cyber Valley, die Ausbildung, die Grundlagenforschung in Deutschland und auch die Frage von ausländischen Unternehmen. Ich habe mich vor einiger Zeit schon mal sehr ausführlich beschäftigt in der Recherche mit der Arbeit von Amazon in der deutschen KI-Forschung. Und Amazon hat über die letzten Jahre hinweg ein Netzwerk an Standorten in Deutschland aufgebaut, wo der Konzern Grundlagenforschung betrifft und eben auch sehr eng mit der deutschen Wissenschaft kooperiert. Einer dieser Standorte ist beispielsweise im Cyber Valley in Baden-Württemberg.
Da unterhält Amazon eine Forschungskooperation mit dem Max-Planck-Institut. Und letztes Jahr hat die Stadt Tübingen auch den Verkauf eines städtischen Grundstücks bewilligt. Und dort wird Amazon ein neues Forschungszentrum betreiben. Wie beurteilen Sie das? Wie beurteilen Sie diese Aktivitäten von ausländischen Tech-Konzernen in der deutschen KI-Forschungslandschaft? Wir sind eine offene Gesellschaft. Und Abschottung wäre falsch. Man kann ja nicht S-Klasse in Sindelfingen produzieren und nach USA und Asien exportieren, Maschinen bauen und dorthin verkaufen und dann sagen, aber in anderen Sektoren darf niemand rein. Und Amazon ist ein Erfolgskonzept. Das heißt, wir sollten Amazon nicht ausschließen. Die dürfen auch gerne in Kooperationen arbeiten, auch in Forschungsverbünden mitwirken. Aber sie müssen unsere Regeln beachten. Und deswegen begrüße ich es ausdrücklich, dass in diesen nächsten Tagen der sogenannte Digital Services Act von der Kommission vorgeschlagen wird, wo wir für die Tech-Giganten ganz klare Regeln für ihr Geschäftsmodell, für ihren Umgang mit Daten vorsehen, wo wir auch Monopole vermeiden wollen, wo wir Wettbewerb schaffen wollen. Und last but not least, Amazon ist so gut, vielleicht müssten Post, DHL, Hermes, Schenker, wie sie alle heißen, besser werden. Das heißt, Amazon ist auch eine sportliche Herausforderung für die bestehenden Mitbewerber. Wir haben genügend in Deutschland, wir haben genügend Eigenunternehmen, aber die dürfen wir nicht jetzt praktisch in einen Schutzzaun nehmen. Die dürfen nicht alleine in die Zukunft gehen. Die müssen sich dem weltweiten Wettbewerb stellen. Dann können sie auch mal gegen Amazon in den USA angreifen. Eine Nachfrage noch und dann gehen wir in die Publikumsfragen, weil ich mir da wirklich auch meine Gedanken immer wieder gemacht habe. Ist es denn, wenn nun ein Konzern wie Amazon, und das ist ja kein Einzelfall, Facebook ist beispielsweise sehr aktiv in Frankreich, Google hat schon vor vielen Jahren DeepMind in dem Vereinigten Königreich gekauft. Wenn ein Konzern wie Amazon so aktiv in der Grundlagenforschung ist hier in Deutschland, für die ja immer wieder sozusagen die Trommel getrommelt wird. Das heißt ja immer, in Grundlagenforschung sind wir Deutschen ganz mit da vorne dabei. Das Problem ist, das auf die Straße zu bringen und die Umsetzung. Also wenn nun ein amerikanischer Konzern so eng da drin ist, besteht da nicht die Gefahr, dass das im Endeffekt dem Konzern und der amerikanischen Wirtschaft dient und nicht der deutschen Volkswirtschaft oder der von Baden-Württemberg? Die Gefahr besteht, aber umgekehrt, ich kenne einige Unternehmen, auch starke Mittelständler, Hidden Champions, die sind bei europäischen Verbünden und bei weltweiten Verbünden dabei. Das heißt, wir müssen erwarten, dass dann auch die Amerikaner bereit sind, in Forschungsnetzwerke deutsche Companies reinzulassen. Das Ganze muss eine Zweibahnstraße sein. Und wenn die USA in Sachen Forschung weltoffen sind, wenn es Projekte und Programme gibt, an der Amerikaner und Europäer teilnehmen, dann habe ich kein Problem damit. Was nicht sein kann, ist, dann wären wir naiv. Wir geben Geld aus, die anderen kommen rein, nehmen die Forschungsergebnisse mit und profitieren in ihrem Heimatmarkt. Und wir haben den Zugang dazu nicht. Deswegen muss man immer Sektor für Sektor, Projekt für Projekt betrachten. Geht es fair zu, dann laden wir alle ein, mitzumachen. Oder sind wir naiv, dann sollten wir dies endlich beenden. Das war eine klare Aussage. Wir wenden uns den Publikumsfragen zu. Da ist Ned Wiley, der fragt. Verzeihung, ich muss einmal kurz die Grammatik mir. Der Kern von, ja, also es geht um die europäische Strategie zur künstlichen Intelligenz, die wir anfangs besprochen hatten. Und er scheint, dass der Kern dieser Strategie Werte, Standards und Regulierung sind. Und fragt, ist das genug, um Souveränität zu gewährleisten oder kann, sollte man nicht mehr als Ziel formulieren? Standardsetzung und Regulierung sind notwendig. Regulierung darf nicht zu Überregulierung führen, nicht zu Bürokratie und nicht dazu, dass man den Standort praktisch
nicht mehr attraktiv hält. Und es geht auch um Forschungsförderung. Deswegen kommen den beiden Programmen Horizon Europe und Digital Europe entscheidende Bedeutung zu. Da sind Milliarden drin für die Kofinanzierung von Forschungsprojekten gemeinsam mit der Industrie, gemeinsam mit den Hochschulen. Dann kommt, glaube ich, daraus ein gutes Konzept hervor. Und ein letzter Punkt. Wir brauchen den europäischen digitalen Binnenmarkt, die Digitale Union. Nur wenn wir unsere PS auf die Straße bringen, indem wir die Kraft von 440 Millionen Menschen mit gleichen Standards, gleichen Regeln von Portugal bis nach Finnland, von Irland bis Griechenland hinbekommen, dann haben wir Skalierungseffekte, die allen, den Verbrauchern, den Nutzern, aber auch den Investoren und den Anbietern zugutekommen. Und würden Sie sagen, die jetzige Europäische Kommission ist auf dem Weg dorthin zu so einem echten digitalen Binnenmarkt? Ja, das haben wir schon 2013 begonnen. Die Richtung stimmt. Das Tempo ist noch zu langsam, aber leider wird das Tempo primär vom Rat bestimmt. Noch immer gibt es Mitgliedstaaten, die reden in Sonntagsreden von dieser Digitalunion und sind Montag bis Samstag eher dabei, in nationalen Gebietsgrenzen zu arbeiten oder Steuervorteile zu gewähren und fairen Wettbewerb zu verhindern oder den Urheberrechtsschutz nicht wirklich umsetzen, wie es derzeit in Deutschland der Fall zu sein scheint. Das heißt, die Bremser sitzen im Rat. Die Richtung stimmt, aber das Tempo ist zu gering. Jan Volker fragt eine Frage zu den Deutschen und KI. Herr Oettinger, haben die Deutschen genügend Interesse an KI oder liegt der Fokus der deutschen Industrie weiterhin zu sehr auf der Produktion von Gütern? Das ist ja kein Gegensatz. Wer heute Maschinen baut oder Teile für den Fahrzeugbau stanzt, nippelt, lasert, fräst, schneidet, biegt, der kommt ohne KI nicht aus. Der braucht eine Datenstrategie. Der muss die Daten in der Produktion speichern und nutzen. Der muss die Daten bekommen, die entstehen dort, wo seine Maschine angewandt wird, im Einsatz ist. Der braucht Kundendaten, der braucht Entwicklungsdaten. Das heißt, ich glaube, der Mittelständler im Maschinenbau, der das erkannt hat, der kann bestehen. Und der keine digitale Strategie hat oder sagt, das macht man meinen Enkel, der wird in 10 Jahren nicht mehr im Markt sein. Und welche Rolle spielt da die Politik in diesem Prozess? Also was macht die Politik, damit die Mittelständler das machen können, was Sie gerade so skizziert haben? Die Politik muss moderieren. Die Politik muss dort, wo eine Bühne geboten wird, so wie jetzt diese Woche für mich und gerade eben bei Ihnen in Berlin, muss mitwirken, muss die Probleme beleuchten, muss auch Haushaltsmittel bereitstellen und muss im Grunde genommen trommeln, trommeln, trommeln. Ich bin nicht der Software schreibt, aber ich habe als Kommissar für digitale Wirtschaft jede Chance zu nutzen versucht. Ein IHK-Kammertag, ein Neujahrsempfang, eine Gewerkschaftsveranstaltung, eine Einladung einer Tageszeitung, um auf diese Revolution hinzuweisen und alle im Saal und alle, die online waren, dringend zu bitten, für sich, ihr Produkt, ihre Produktion, ihre Kundenbeziehung, eine digitale Strategie zu entwickeln, in-house oder auch mit externen Experten. Das machen viele, aber längst noch nicht genügende. Glauben Sie persönlich denn daran, dass Europa in ein paar Jahren dort ist, wo die USA und China stehen, wenn es darum geht, wenn es um Technologieanwendung geht? Wir werden nicht in allen Bereichen aufholen. Beim Thema soziale Medien, B2C, könnte der Zug abgefahren sein. Aber im Industriebereich, im B2B-Bereich, haben wir, glaube ich, alle Chancen, um mitzuhalten. Und ein weiterer Punkt, wir haben tolle Startups, wir haben tolle Forschungsnetzwerke, aber der Startup, der zum Unicorn wird, irgendwann wächst er aus eigener Kraft nicht schnell genug und dann verkauft er eben. Und es gibt eben mehr Kapital aus den USA, privates Kapital, um dies zu finanzieren. Und das Thema Kapital für digitale Ideen
ist in Europa noch nicht genügend gut aufgestellt. Was müsste sich da verändern? Ist das eine Frage der Mentalität oder wie sehen Sie da eine Möglichkeit, das zu ändern, diese Situation? Da müssen wir, glaube ich, zum einen vermögende Privatpersonen noch mehr gewinnen. Ich sage ein Beispiel aus dem Bereich Biotech. Was Dietmar Hopp macht, ist sagenhaft. Der hat sich entschieden, in Sachen Biotech zu investieren und hat Erfolge. Und genauso könnte man, glaube ich, vermögende Bürger und auch Fonds noch stärker in den ICT-Sektor lenken, in den digitalen Sektor lenken. Zum Zweiten geht es um Kofinanzierung. Zum Dritten müssen wir auch in der Bankenaufsicht bereit sein, Banken mehr Risiken zu gestatten, auch wenn was schief geht. Dann geben die für 10 Startups Geld. 2 gehen in die Insolvenz, 6 haben keinen Erfolg. Aber wenn einer oder zwei einen Durchbruch haben, dann ist das Ganze in dem Paket ein Gesamterfolg. Das heißt, wir müssen einfach flexibler werden. Man kann ja sagen, bei dem Thema können wir nur von den Amerikanern lernen. Haben Sie das Gefühl, es hat sich schon was verändert in den vergangenen Jahren diesbezüglich? Ja, das glaube ich schon. Da ist Schwung drin, aber wiederum, die Richtung stimmt und das ist noch nicht groß genug. Wir sagen immer, künstliche Intelligenz verändert jeden Aspekt unseres Lebens und das ist ja auch so. Wenn ich Sie frage, wie Sie persönlich, welche Rolle spielt künstliche Intelligenz und Technologie in Ihrem Leben? Und wie hat sich das vielleicht auch verändert, seitdem Sie 1986 in den Landtag in Baden-Württemberg eingezogen sind? Wir merken ja, dass jenseits unserer eigenen Entscheidung, unseres Knopfdrucks oder unserer Veranlassung generell, vieles um uns herum und für uns geschieht, was wir gar nicht steuern, aber was wir wollen, was wir gutieren. Weil Maschinen oder Algorithmen uns kennen, unsere Stärken und Schwächen, unsere Prioritäten, unsere konsumtiven und investiven Eigenschaften und dann entsprechende Vorschläge machen oder gar für uns selbst entscheiden, wenn wir es wollen. Oftmals auch, wenn wir es nicht wollen, aber es danach gut finden. Es wird sich fortsetzen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, der Mensch, auch der ältere Mensch, auch ich, werden nicht alles voll inhaltlich begreifen. Aber wir sollten uns nicht abhängig machen, sondern in der Lage sein, das Ganze trotzdem noch zu begleiten und zu steuern oder klügere Köpfe zu bitten, dies für uns zu tun. Wenn Sie an künstliche Intelligenz denken, denken Sie eher an Risiken oder an Chancen? Weit eher an Chancen. Gerade in einer demokratischen Welt, einer Welt, die eigentlich intakte Systeme hat, wo man dem Gesetzgeber vertrauen kann, wo der Gesetzgeber auf Experten hört, wo an dem Minister und dem Abgeordneten nahe genug dran Wissenschaftler sind. Ich glaube, dass in einem derartigen System die Chancen genutzt werden und die Gefahren begrenzt sind. Und hinzu kommt, Technik kann man verzögern, aber nicht verhindern. Und man muss Technik gestalten. Und da KI in China eine ganz große Rolle spielt, bei einem ganz anderen Menschenbild, einem anderen System, in den USA eine ganz große Rolle spielt, muss auch Europa und Deutschland die Kraft haben, KI zu nutzen und dann trotzdem, wie gesagt, die Gefahren zu mindern, die Chancen zu steigern. Gefahren kann man nicht auf Null drücken, aber man kann, glaube ich, die Vorteile nutzen und die Nachteile überschaubar halten. Markus Donz fragt, und das schließt genau auch an das Thema an, was Sie gerade angesprochen haben, welchen ethischen Rahmen braucht man für die Entwicklung von KI und ist das ein geopolitisches Thema? Also muss man sich entscheiden zwischen den USA oder China? Man muss zunächst einmal als Europäer wissen, was man will. Ich rate von nationalen Regeln ab. Wir brauchen Standards und Regulierung im europäischen Binnenmarkt. So wie es auch analog Regeln gibt für Waren, Güter und Menschen und Freizügigkeit und Geldverkehr, wir brauchen auch für KI europäische Regeln. Und dann brauchen wir Verbündete. Ich bin mir sicher, wenn Europa
mit seinem großen Binnenmarkt Regeln findet, dann werden Länder, die unsere teilen, die Schweiz, das Königreich, der Westbalkan oder Neuseeland, Südkorea, Japan, Kanada uns folgen. Und dann werden auch amerikanische Abgeordnete und amerikanische Bürger erkennen, was Europa macht, ist gar nicht so schlecht, und dann wird einiges von dem, was wir machen, auch dort in die Gesetzgebung einfließen. Wir nähern uns schon dem Ende unseres Gesprächs. Das ist schwer zu glauben. Meine letzte Frage, die ich Ihnen stellen wollte: Wir haben jetzt vor allem schwerpunktmäßig über künstliche Intelligenz gesprochen. Unter anderem auch deshalb, weil sich diese Konferenz damit befasst. Aber wenn wir uns die digitale Souveränität und diesen Push für mehr digitale Souveränität anschauen, welche anderen Technologien sind da auch noch zentral Ihres Erachtens, damit Europa mithalten kann mit anderen Weltregionen? Sicher modernste Technik für die Datenübertragung, den Data Flow, also Glasfaser und 5G. Und nach 5G wird 6G kommen. Weitergehen, dann geht es sicherlich auch um ein Höchstmaß an Cybersicherheit, um Hacken, Stehlen, Missbrauchen, Verändern zu verhindern und dadurch Vertrauen zu schaffen. Das Gegenstück zum Datenschutz ist die Datensicherheit. Dann geht es um das Thema High-Performance-Computing. Wir brauchen dringend leistungsfähige Großrechner, nicht 27 und nicht in 16 deutschen Ländern, überall. Wir brauchen zwei fähige Großrechner, um Big Data in Europa heimisch zu machen. Und dann müssen wir prüfen, wer kann denn mit Microsoft und Facebook und Google konkurrieren? Ist es die Deutsche Telekom? Oder ist es ein Verbund von Mittelständlern? Oder geht es gar nicht? Ist es vielleicht Bosch oder Siemens oder Schneider Electric? Wir müssen, glaube ich, wirklich wissen, wie soll die europäische Mannschaft von morgen aussehen? Und was müssen wir industriepolitisch tun, um dahin zu kommen? Vielen Dank, Günther Oettinger, für ein sehr spannendes Gespräch. Ich danke. Grüße nach Berlin. Viel Erfolg Ihrer Konferenz für die letzten Programmpunkte. Vielen Dank, und ich übergebe wieder an Tobias Jacewski. Ja, vielen Dank an Sie, Herr Oettinger, und auch an dich, Janosch, für ein erkenntnisreiches und auch ein Gespräch, das viele Bereiche abgedeckt hat, viele Ebenen der europäischen und auch deutschen Politikgestaltung. Besser hätten wir den vierten Tag unserer ersten Berlin AI Week nicht beschließen können. And now I'm switching back to English. Many thanks to everyone who joined us today. We very much hope that you will tune in tomorrow for our last and final day of the Berlin AI Week. We will start with a two-on-one conversation on how AI challenges our understanding of humanity and human rights, with Tobias Rees, who is the founding director of the Transformations of the Human Program at the Berggruen Institute, and Karen Young, who is an interdisciplinary professional fellow in law, ethics, and informatics at the Birmingham Law School. We will then hear from Asun Lera St. Clair, senior principal scientist, AI governance, ethics, and society at DNVGL on trustworthy human AI interrelations. And for the closing two-on-one conversation, we will be joined by Martin Ford, author and futurist, and Wendy Hall, Regius Professor of Computer Science at the University of Southampton. See you tomorrow. Bis morgen.